willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute sind wir wieder am Atlantikwall unterwegs und wollen uns heute ein Fort anschauen, eine Sicherung, eine Verteidigungsstellung, das Qualvik Fort. Ist stellvertretend ein Fort für viele andere, die es hier am Atlantikwall speziell in Norwegen gegeben hat. Und was uns heute da erwartet, was wir sehen, das seht ihr in diesem Video. Jetzt hier den ersten Bereich, und zwar geht es hier wieder in den Berg rein. So was Ähnliches haben wir auch schon mal in Norwegen bei einer Anlage gesehen, da wo damals die Adolf-Kanonen standen. Hier hat man Munition gelagert in den Bergen. So, jetzt müsst ihr das ein bisschen besser sehen. Also es hat, wie gesagt, hier zwei Zugänge, das Ganze. Und im Inneren sind mehrere Betonböden, also mehrere kleine Zwischenhallen, die so einen Abstand von 2 Metern haben. Und wurde im Prinzip Munition gelagert. Man hat hier jetzt wahrscheinlich einzelne Relikte erstmal zwischengelagert, deshalb ist es wahrscheinlich auch abgesperrt. Ganz da hinten sieht man scheinbar entweder einen Tank, den man an ein Flugzeug befestigen konnte, so ein bisschen sieht das aus, oder sogar eine größere Bombe, eins von beiden könnte das sein. Ich kann es nicht genau identifizieren, hinten dieser schwarze ovale Körper. Also entweder irgendeine Art Zusatztank fürs Flugzeug oder sogar eine Fliegerbombe könnte das sein. So, hier haben wir scheinbar den zweiten Zugang. Hier ist ganz interessant, hier hat man noch eine Markierung, ST609. Kann ich jetzt aber nichts mit anfangen, für was die Abkürzung steht. Mal gucken, kann ich euch hier hinhalten, da müsste es klappen. Da müsst ihr jetzt relativ gut sehen können. Es gibt hier scheinbar an den Seiten jeweils so eine Abwasserrinne, würde ich das mal benennen. Und hier seht ihr, unten ist alles betoniert und dann geht es rechts rum. Also wie gesagt, wir haben schon mal sowas gesehen. Solche Zugänge bei der Batterie Diedel. Könnt ihr euch gerne das Video nochmal anschauen. Da haben wir auch so eine Kammer gefunden in der Nähe, wo höchstwahrscheinlich auch Munition gelagert wurde. Ja, hier haben wir jetzt das erste große Geschütz, eins von 4 großen Geschützen, was hier stande. Das ist ein belgisches Geschütz von 1934. Die Deutschen haben ja damals viele Beutegeschütze auch einfach übernommen von bestehenden Armeen, von bestehenden Stellungen. Es ist ja nicht immer zwingend alles deutsches Material. Und ja, das ist hier mal ein richtig großes Geschütz. Das müsste 12 cm Kanone sein, vom Durchmesser her. Ihr habt ja auch noch die Aufschrift 1934. Ich mache mal eben den Scheinwerfer an, vielleicht sieht man es da ein bisschen besser. Hier schauen wir uns einmal so ein Kleinst-U-Boot Biber an. Das Biber-U-Boot wurde von Deutschland während des Zweiten Weltkriegs entwickelt als ein Mann-Torpedoträger. Und es wurde hauptsächlich für Guerilla-Einsätze in Küstengewässer eingesetzt, um halt feindliche Schiffe anzugreifen. Das Biber-U-Boot ist relativ klein, deshalb halt auch Kleinst-U-Boot, ist nur etwa 9 Meter lang und ca. 1,6 Meter breit. Es wurde mit einem Torpedo ausgerüstet, aber auch zusätzlich mit Minen. Es gab auch nur ein Besatzungsmitglied, das war normalerweise ein Freiwilliger der Kriegsmarine. Und ja, die Erfolge von diesen Kleinst-U-Booten war relativ schmal. Also viele dieser U-Boote gingen während ihrer Mission verloren und es gab nur wenig dokumentierte Erfolge gegen einzelne Schiffe. Das Biber-U-Boot war auch relativ kostengünstig herzustellen und ja, es zeigte halt zum Kriegsende, dass die Lage auch für Deutschland schwieriger wurde, so dass man auf solche U-Boote halt zurückgegriffen hat, um ja irgendwo Erfolge zu generieren. Es sind halt überall noch ein paar einzelne Exemplare vorhanden, die man sich anschauen kann, wie in diesem Fall hier. Und das war auf jeden Fall mal ganz interessant zu sehen, wie sowas aussieht. So, wir sind jetzt hier am ersten größeren Bunker von der Anlage. Wartburg wird er hier betitelt.
Das Fort wurde 1943 angefangen zu bauen und war auch 45 noch nicht komplett zu Ende errichtet. Man hatte hier russische Kriegsgefangene gerade in den ersten Jahren verwendet, die hier das Ganze errichten mussten. Und das ganze Material wurde erstmal über den Seeweg hierher gebracht, über Kais und dann später über eine Eisenbahnlinie hierher gebracht. Und es gab hier etwas weiter entfernt dann auch das entsprechende Gefangenenlager, wo die Kriegsgefangenen untergebracht waren, die das hier bauen mussten. Und ja, wir gucken uns jetzt mal die ersten Sachen an. Wir können jetzt hier in diese Anlage rein und mal schauen, was wir da sehen. Ja, wir haben hier wieder den Hauptzugang und es erwartet uns gleich direkt die obligatorische Nahverteidigung. Hier ist wieder so eine Bezeichnung dran, die steht wahrscheinlich für die einzelnen Objekte. Diese ist hier mit ST-607A gekennzeichnet. Und hier wäre das MG platziert. Hier hat man wieder entsprechende Stahltüren eingebaut. Die ist hier etwas dünner. Mit einer Durchsicht. Hier gab es einen gleichen Zugang, also es waren insgesamt drei. Ja, hier erkennt man auch noch einen Ofen, wenn sich das viele immer nicht vorstellen können. Also die meisten Anlagen hatten natürlich auch einen Ofen, damit man das hier entsprechend aushalten konnte. Und diese Streifen, die man hier sieht, wo noch Holz eingelassen ist, das war natürlich auch mit Holz verkleidet. Das war natürlich nicht nur die pure Stahlwand hier. Hier sieht man auch noch Schatten von diversen Anbauten. Das wird wahrscheinlich alles irgendwas Elektrisches gewesen sein. Man hat das hier mal nachgestrichen. Ja, und hier oben sind auch irgendwelche Verankerungen. Vielleicht war da noch aufhängig, hier ist noch so ein Originalkabel. Und hier wäre auch wieder für die Nahverteidigung. Hier auch nochmal. Das ist halt wieder so ein typischer Bunker, wie man den halt am Atlantikwall vorfindet. Das ist nicht noch ein Zugang, also es gibt jetzt praktisch hier auf der Seite zwei Zugänge in dem Bunker. Und das scheint jetzt hier ein Aufgang zu sein. Also man kommt hier auf den Bunker drauf und ist hier in so einer Art Tubruckstellung, nennt man das Ganze. Da hat man hier nur so wie ebenerdige Löcher, wo praktisch ein Mann rein konnte und sich entsprechend verteidigen konnte. Gut, hier ist ja jetzt noch ein Bunker unten drunter, deshalb denke ich mal, betitelt man das jetzt nicht komplett als Tubruckstellung. Aber Tubruck sind meistens diese Einmannbunker. Das ist wie so ein Schützenloch, was vollkommen betoniert ist, ausbetoniert ist. Und dann konnte man hier über diese Löcher halt die Verteidigung durchführen. Das gab es an vielen Küstenabschnitten. Das gab es aber auch an anderen Stellungen, hat man das hin und wieder gemacht, weil das natürlich kostengünstig ist und maximalen Schutz für den einzelnen Soldaten halt bietet. Ja, hier sieht man jetzt einfach nur so ein Ring, so ein Metallring. Vielleicht war hier auch mal ein MG platziert, aber man hätte hier auch ganz normal mit Gewehr und Granaten bewaffnet sich praktisch in diese Löcher hocken können und halt sich dann entsprechend verteidigen können. Kommen wir hier jetzt zu einem weiteren Geschütz. Das ist jetzt die große Frage, ob sich das jetzt hier um rein deutsches Geschütz handelt oder ob das auch ein Gebäudegeschütz ist, was letztendlich hier schon immer stande. Aber was wir hier schon mal wieder für ein schönes Indiz haben, Krupp 1914, hier auch das Firmenlogo, Nummer 1024 L. Ja, trotzdem noch meiner Meinung nach gut erhalten, aber es ist ein deutsches Geschütz.
Also hier hat man direkt die deutsche Bezeichnung eingestanzt. Bei Bodengeschützen ist auch meistens die Originalsprache noch dran und man hat dann entweder das daneben gepinselt, die deutsche Bezeichnung, oder das im Prinzip rausgeätzt und dann die deutsche Bezeichnungen reingestanzt. Das ist hier nicht der Fall. Hier sind die originalen Bezeichnungen noch drin. Ich kann es leider nicht lesen. Weiter, kürzer. Okay, also hier konnte das Geschütz entsprechend eingestellt werden für Neigung, Ausrichtung. Hier ist praktisch noch so ein Kanonenschild installiert. Und ja, das ist jetzt trotz alledem eine 360-Grad-Bettung. Das Hinterland hat man stark vermint. Da waren über 580 Minen. Da können wir gleich nochmal gucken, ob man das anschauen kann. Da liegen natürlich keine Minen mehr. Aber um einfach die Möglichkeit vom Landweg das Ganze hier anzugreifen und zu erobern, dass man das halt minimiert, wurden da entsprechend Minen ausgelegt. Und was halt ganz interessant ist, da wurden bis zu 20 automatische Flammenwerfer eingesetzt. Das kannte ich so jetzt noch nicht. Dieses automatische Flammenwerfer stelle ich mir ein bisschen komisch vor zu der Zeit. Also was ist daran automatisiert? Keine Ahnung. So extrem weit fortgeschritten war die Technik ja jetzt auch noch nicht, dass irgendwas groß automatisiert war. Müsste man entsprechend nochmal nachforschen oder einer von euch weiß, was damit jetzt genau gemeint ist. Ich hatte mich dazu jetzt nur belesen, aber ich kann mir das jetzt gerade nicht vorstellen, was mit automatischen Flammenwerfern gemeint ist. Aber das hat man halt da hinten noch verbaut, um wie gesagt einen Angriff vom Landweg halt auszuschließen oder so weit zu minimieren, dass man dann selber reagieren kann, falls ein Angriff erfolgt wäre. Ja, parallel zu dem Geschütz sieht man jetzt hier noch die großen Bettungen von den anderen drei Geschützen, die noch fehlen. Die sind hier nicht mehr verbaut. Also die anderen belgischen Geschütze. Man sieht da in der Mitte noch von der Bettung diesen Pin, wo das Ganze mal aufgesessen hat. Und hier an den Seiten jeweils die Kammern. Hier unten in diesem Gang auch. Hier, wo ich gerade draufstehe, ist auch noch eine Kammer. Da hat man im Prinzip die Verbrauchsgüter und die Munition halt gelagert, die man dann hier an die Geschütze halt rangeführt hat. Und wie ihr sehen könnt, ist das halt eine offene Bettung. Das hatte man ja eigentlich in den späteren Jahren immer mehr geschlossen. Also man hat die Geschütze ja verbunkert. Das hatten wir euch mal bei dem Besuch in Belgien mitgeteilt oder gezeigt. Da war ja die komplette Verbunkerung von den Geschützen einfach aufgrund der Luftüberlegenheit, die man dann hatte auf alliierter Seite. Das scheint in Norwegen gar nicht so eine große Rolle gespielt zu haben, weil es da nicht so die immensen Luftschläge etc. gegeben hat. Deshalb hat man meistens in Norwegen oder in den nördlichen Bereichen des Atlantikwalls immer diese offenen Bettungen, die es damals Anfang vom Ausbau des Atlantikwalls überall gegeben hat. Hier kommen wir jetzt direkt zum Munitionsbunker. Das ist in dem Fall der ST-603, die Bezeichnung. Und hier drüben ist schon Melanie am Blitzen. Hier hat man die Stahltür rausgenommen und das Ganze hier nochmal zubetoniert. Hier liegt auch noch irgendwas. Das sieht auch schon fast aus, als ob das hier irgendwie zum Geschütz gehört. Oder aber zum Bunker. Das kann ich hier nicht mit Sicherheit sagen, was das jetzt hier ist. Und hier kommen wir jetzt in die einzelnen Räume. Also hier wurde jetzt überall die Munition gelagert. Oh, jetzt ist das Licht ausgegangen. So. Und hier hat man auch wieder unsere obligatorischen
Stahldrucktüren. Hier auch wieder im Sichtbereich. Das ist aber hier, das sieht man auch so schon alles sehr festgerostet. Wir haben dann sogar noch einen Bereich verschlossen. Das ist interessant. Aha, okay. Weiter drin, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Vermutlich nicht, weil ich nicht weiß, wie ich die Taschen dann behalten soll. Da drin sind Betten. Da sind scheinbar noch die Originalbetten. Das könnt ihr leider nicht sehen. Nee, funktioniert leider nicht. Tut mir leid, da sind die Originalbetten gestapelt in dem Ganzen. Wobei, Melanie, macht da mal Licht von der anderen Seite. Kannst du nochmal Licht machen? Ah, ihr könnt es vielleicht ein bisschen erahnen. Einige Gestelle sieht man. Ja, also da waren, wie gesagt, Betten gelagert. Hier hat man auch noch für Anschlüsse der Elektronik hier noch einen Kasten. Das scheint auch alles original zu sein. Hier noch die alten Kabel. Ja, und wenig bis gar keine Beschmierung. Das möchte man auch nochmal erwähnen. Das hat man weiter südlicher in Frankreich gar nicht mehr, dass man sowas, solche Bunker noch findet, die mal nicht beschmiert sind und keine Ahnung, was man da mittlerweile mit den ganzen Objekten macht, ist wirklich grausam. Hier führt eine Treppe runter, direkt hier in den Küstenbereich. Da können wir dann gleich mal runtergehen. Und hier geht es wieder direkt zu einer Maschinengewehrstellung. Also das hatte ich schon vorhin richtig mitgeteilt. Also diese Tuprok-Stellung, da gab es wohl hier mehrere von in dem Bereich. Wie gesagt, ob das jetzt hundertprozentig dann als Tuprok-Stellung definiert wird, weiß ich nicht. Weil ja hier ist ja ein regulärer Regelbau darunter. Ich kenne jetzt den Regelbautyp nicht. Und der ist ja direkt oben drauf betoniert. Deshalb vermute ich mal, dass es nicht ganz korrekt eine Tuprok-Stellung hier oben ist, aber die würde halt so aussehen, wenn sie komplett für sich alleine stände. Aber der Aufbau ist im Prinzip hier oben der gleiche. Und das, wie gesagt, ist eine Maschinengewehrstellung. Davon soll es wohl hier mehrere in der Anlage geben. Zwei haben wir schon gefunden. Und ja, das war ja, sag ich mal, die Allzweckwaffe, das deutsche Maschinengewehr, entweder 42 oder das 34er. Und ja, da werden wir wahrscheinlich noch das eine oder andere finden. Aber was wir jetzt hier entdeckt haben am äußeren Punkt, da könnt ihr vielleicht erkennen, da ist ein Scheinwerfer. Den gucken wir uns jetzt natürlich an. Ja, das ist das gute Stück. Also hier wurden zwei Scheinwerfer in der Anlage verbaut bzw. gesetzt. Einmal ein 150er im Durchmesser, also 150 cm, das wird der sein. Und dann gibt es noch einen kleineren, einen 60 cm. Hier sieht man jetzt ganz gut wieder die Arretierung, wo er drauf gestanden hat. Hier unten ist auch nochmal so ein Platz, wo man dann hätte aufstecken können, höchstwahrscheinlich. Oder das gehört sogar vielleicht auf den Scheinwerfer, das weiß ich jetzt nicht. Ja, aber der ist natürlich jetzt auch schon ein bisschen hier in die Jahre gekommen. Hier steht Firma Körting. Hier sind noch diverse Werte eingetragen. Baujahr 1938, okay. Hier Spiegeldurchmesser 150 cm, Spiegelbrennweite 650 mm. Dann hier die Werte für die Lichtstärke, Generatoren, Stromstärke und so weiter. Weil hier wird natürlich auch irgendwo ein entsprechendes Aggregat gestanden haben, eine Stromversorgung natürlich hier in unmittelbarer Nähe, um das Ganze hier mit Strom zu versorgen. So Leute, wir sind jetzt hier diesen langen Weg hier gekommen und hier ganz versteckt ist eine Treppe, die uns hier hochführt
Mal gucken, was sich da oben verbirgt. So, jetzt wird's wirklich spannend. Dieses riesige Abzugsrohr hier. Wir kommen jetzt hier zu dem Verlegungsraum und direkt zu der Feuerleitstelle. Das ist jetzt richtig krass. Aha, seht ihr, das Ofenrohr gehört nämlich hier. Also das gehört zu dem Ofenrohr. Hier ist noch ein bisschen aktuellere Technik. Jetzt sind wir hier direkt in dem Fels, im Berg. Hier werden sich die Soldaten, zumindest ein Großteil der Besatzung, aufgehalten haben. Hier sieht man noch wieder Originalverkabelung, Originalkabel. Verteilerkisten. Wie groß das ist hier. Und hier ist der Aufgang. Hier geht's hoch. Hier kommen wir nämlich zu der Feuerleitstelle, die wir schon die ganze Zeit vermisst haben. Weil wir wussten natürlich, dass es eine gibt. Gibt es aber bei jeder Stellung oder Befestigung, wo Artillerie steht, gibt es ja auch einen Kommandostand oder eine Feuerleitstelle, die das entsprechend koordiniert. Hier geht es jetzt nochmal hoch. Wir haben jetzt hier ein richtiges Treppenhaus. Krass. Vor allem hat der Berg jetzt von außen gar nicht so, also es hat gar nicht so eine massive Größe jetzt den Anschein gehabt, dass der so groß ist. Und scheinbar doch. Oder das war jetzt ein bisschen versteckt durch die Bäume. Überall geht hier noch die alte Leitung her. Das sieht man so gut wie gar nicht mehr. Boah. Hier waren überall diese massiven Türen eingebaut. Ja. Hier kann man wahrscheinlich auch raus oder konnte raus. Hier ist nämlich eine. Genau. Nahverteidigung. Außer also hatte der hier auch mehrere Zugänge. Wenn wir das hier erkennen, wie angeschrägt das Ganze ist. Alles mit Moos überwachsen. Hier sieht man auch noch was für die Belüftung. Der Rest. Ja, hier ist leider das erste, ich sag's jetzt mal, Graffiti, was ich jetzt so sehe in diesem Bereich von den ganzen Bunkern. Also hier oben ist noch alles die Originalverkabelung. Hier haben sie nur mal eine neue Lampe mit reingesetzt. Ansonsten wirklich noch die alten Sachen. Nur wenige Sachen hat man abmontiert, wie man das hier sieht. Ihr habt ja diese ganzen Schatten, die ganzen Umrisse. So, und hier müsste man nämlich jetzt in den. Ja, hier ist der Feuerleitstand. Na, ihr habt wieder diese typische durchgehende Scharte, nenne ich es jetzt mal, oder den Sichtbereich, den man auch von außen noch abdecken konnte. Ja, und wir sind jetzt deutlich höher als die ganzen einzelnen Kanonen, die da unten standen. Ja, und hat hiermit natürlich den bestmöglichen Ausblick, um die Kanonen auf die entsprechenden Ziele zu führen.
hat er auch noch eine Markierung 1943. Das wird wahrscheinlich für die Luftversorgung gewesen sein. Und das hier ist halt wieder so dieses Tuprock-typische. Also hier wird wieder ein MG positioniert gewesen sein, was parallel zu dem Entfernungsmesser gestanden hat. Und den hat man letztendlich halt gebraucht, um die Entfernung zu dem Ziel zu berechnen und daraus im Prinzip die Schießdaten berechnet, die man dann wiederum für die Kanonen gebraucht hat. Hier seht ihr nochmal den ovalen Körper, die Ausbuchtung von der Feuerleitstelle. Und da unten seht ihr auch die erste Bettung der größeren 12 cm Kanonen, die da standen. Da vermutlich auch noch eine weitere. Also standen hier zwei. Und ich glaube, links standen auch noch zwei. Die Anlage hat ja drei Kais. Und wir sind jetzt am dritten Kai. Und hier stand eine Flugabwehrkanone, eine 2 cm Kanone. Hier sieht man noch entsprechende Moniereisen rausschauen. Und ja, das sind jetzt wieder solche Hinterlassenschaften, die man noch finden kann an den betonierten Anlagen. Hier wird das die Lafette draufgestanden haben und hier wurden halt auch wieder solche Rahmen eingespannt mit Tarnnetzen, um hier das entsprechend zu sichern und zu tarnen, damit das nicht sofort erkannt werden kann. Ja, hier sind wie gesagt auch noch einige solcher Stellungen verbaut, weil die Anlage ja auch entsprechend gegen Luftangriffe geschützt werden musste. Das ist jetzt dieser Bereich, was wir zu Anfang sagten. Hier wurden im Prinzip die Minen vergraben bzw. installiert und auch entsprechend diese automatischen Flammenwerfer, wo ich halt immer noch keine direkte Vorstellung habe, wie das funktioniert hat. Aber vielleicht weiß es einer von euch oder kann da mal einen Tipp, einen Verweis geben, wo man mal sowas sieht. Ja, das ist im Prinzip das Hinterland. Hier unten an der Küste sind wir ja gekommen. Ist ja die ganze Anlage. Und damit halt niemand praktisch von der Seite sich nähern kann, wurde das halt entsprechend gesichert. Das ist alles auch schon wieder extrem sumpfig teilweise. Es hat gestern auch sehr lange und sehr stark geregnet. Und jetzt da noch bei einer anderen Anlage. Es ist heute etwas angenehmer hier. Ja, das kann man jetzt glaube ich auch bis zum Bodenlosen laufen. Bis da hoch. In alle Richtungen, da wird man ja jetzt halt auch nichts mehr sehen, ist ja logisch, ne? Aber ja, dieses Flammenwerfersystem, das geht mir immer noch nicht irgendwie aus dem Kopf, wie das ausgesehen hat. Aber naja. Hier nochmal zu dem Thema Flammenwerfer. Habt ihr hier ein Foto eines Abwehrflammenwerfers 42, der von den Deutschen in solchen Bereichen halt eingesetzt wurde, um halt Landungsgebiete wie in dem Fall abzusichern oder Straßenblockaden entsprechend aufzubauen oder aber auch Häfen zu verteidigen gegen Infanterie. Und das wurde hier in Kombination mit Minen und Stacheldraht entsprechend verbaut, um den ganzen Bereich im Hinterland entsprechend abzusichern. Und mit diesem automatisch ist im Prinzip eher das ferngesteuert gemeint. Das heißt, es wurde ein elektrisches Signal ausgelöst durch Stolpertrete beispielsweise. Und dann wurde halt das Treibmittel in diesen Flammenwerfern gezündet. Der Treibstoff, der reichte ungefähr für 1,5 Sekunden Betrieb für diesen Flammenwerfer. Und ungefähr 30 Meter war praktisch dieser Ausstoß der Flamme ungefähr 5 Meter breit und knapp 3 Meter hoch. Also konnte man damit, wenn man einige da verbaut hat, schon extrem viel Schaden bei der Infanterie anrichten.
So, jetzt kommen wir zum Ende des Videos. Wir sind hier durch mit der Begehung am Qualvik Fort. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Es war wirklich sehr interessant, was wir hier noch sehen konnten an einzelnen Exponaten und an Stellungen. Und wie gesagt, das war ein kleiner Einblick, wie das hier am Atlantikwall im Norden aussieht. Wie gesagt, es gab ja mehrere Stellungen, die ähnlich aufgebaut sind. Und ja, wir hoffen, euch hat es gefallen. Schreibt uns gerne was in die Kommentare. Abo und Like ist gern gesehen und wir sehen uns im nächsten Video.